Wir bringen den Schnee auf die Punkte, wo wir haben wollen. Entweder macht es die Natur oder wir machen es mit den Schneekanonen. Danach rücken unsere drei Pistenraupen aus. Die fahren jede Nacht ab 16 Uhr, 16.30 Uhr rücken die aus. Kommen meistens dann so gegen 1, 2, 3 Uhr, je nachdem was Schneefall ist, wieder rein. Und mit der Technik von diesen Pistenraupen wird dann der Schnee verschoben. Mit dem Finisher hinten, mit den Fräsen wird das Ganze verteilt, glatt gezogen, schön gemacht, damit jeder, der fahren kann und will, eine schöne Piste vorfinden kann. Was muss man dafür können? Also normalerweise sagt man, es muss ein normaler Führerschein da sein, damit man einfach das Alter auch schon hat. Und alles andere ist wirklich nur eine Einlernphase. Durch einen erfahrenen Pistenraupenfahrer wird ich dann eingewiesen und lerne dann die Tricks, wie ich mit einer Pistenraupe umgehen kann. Zum einen ist der Schnee jeden Tag anders, du musst anders präparieren. Du musst flexibel sein, ich hab den Ruf. Du bist meistens, oder ja, zu 90% allein. Das musst du halt auch mit der Tour nass schaffen. Aber ich sage halt, ein bisschen ein Vogel musst du haben, weil sonst machst du den Job nicht. Du musst sauber aussteigen und sagen, jawohl, morgen möchte ich selber zum Skifahren gehen.